Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Wir befinden uns hier in einer der traditionsreichsten Spielstätten der Niederlande, wenn nicht sogar Europas, in der Johan Cruyff Arena. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Egal ob Ballannahme, Ballmitnahme oder Abschluss, dieser Stürmer ist einfach komplett und die Geschmeidigkeit eines Robert Lewandowski einfach nur eine Augenweide. Ja, er wird auf jeden Fall versuchen, mindestens ein, zwei Tore zu machen. Flanke Totti. Er springt hoch zum Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Raphael Varane. Hansi, ist dir in diesen ersten Minuten schon was aufgefallen? Nicht wirklich turbulent, was bisher passiert ist. Sagen wir es mal vorsichtig, die Partie hat noch Luft nach oben. Bellerin. Soric, der kommt weit nach vorne. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. Ab auf die Flanke. Hector Bellerin bringt ihn rein. Da haut er ihn einfach weg. Omar Mascarell. Pedro. Die Schussgelegenheit. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. Probiert's. Einfach weg mit dem Ding. Savic. Pedro. Bellerin. Hier ist Messi. Und die Flanke zum langen Pfosten. Witzel. Kommt der an? Hauptsache weg mit dem Ding. So, dann werfen wir mal ein. Und die Flanke. Hier ist Lewandowski. Da hat er den Überblick behalten. Marco van Basten. Das ist Totti. Der muss jetzt und Tor! Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Was hat er ehrlich gemacht? Die Ballkontrolle stark. Klasse und dann dieser Abschluss.
Sie gehen mit 1:0 in Führung. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Messi. Gascoigne. Und nun Van Basten. Und ab geht die Post. Totti. Ab auf die linke Seite. Ein Fußballkünstler. Van Basten. Szczęsny hat alles unter Kontrolle. Rüber nach rechts. Hector Bellerin. Gascoigne. Da ist die Chance. Und das Ding abgefangen. Hector Bellerin. Hector Bellerin. Lewandowski. Eine Glanzleistung des Keepers. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Lewandowski macht das Spiel gut breit. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Das läuft genauso, wie wir uns das erwartet haben. Sie sind auf dem Papier das bessere Team und sie liegen zur Pause vorne. Ein Treffer trennt die beiden Mannschaften bis hierhin. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Bremen führt nur mit einem Tor. Christian Eriksen. Er versucht, da ist es passiert. Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Das kann jetzt eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr sein, dieses Spiel zuzumachen und den Deckel drauf zu machen. Gascoigne. Cafu. Süle. Witzel. Mit viel Gefühl. Versucht ihn da zu klären. Freistoß für Florenz.
Witzel. Und nun Van Basten. Es geht über die rechte Seite. Und er ist zur Stelle. Der Ball kommt zu Christian Eriksen. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Pedro hat hier sehr gut dagegen gehalten. Fußball ist ja bekanntlich auch ein Kontaktsport. Und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Wirklich ein schönes Ding. Ein Bildungsgang. So viel Power, so viel Präzision. Ich könnte heulen. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. Damit also steht es 3:0. Jerome Boateng. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Der Spielzug verläuft im Sand. Christian Eriksen. Totti. Physisch enorm präsent. Tempo Gegenstoß. Pedro. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Marco van Basten. Totti mit der Chance. Da ist die Möglichkeit. Da haben sie echt nochmal die Chance. Dabei mit den Fingerspitzen noch dran. Das zeigt, wie gut sie hier in die Konter reinkommen. Unglaublich viel Tempo und Dynamik. Savic. Christian Eriksen. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Das heißt Totti. Gute Stimmungsspiel von Torhüter. Savic. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Da ist der Pass. Totti. Und Szczęsny pariert. Mit den Fingerspitzen. Der Angriff, klasse. So sieht moderner Kombinationsfußball aus. Allerdings am finalen Moment des Torabschlusses. Da müssen sie noch arbeiten. Es ist Zeit für neue Energie. So, Abstoß. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Messi nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Christian Eriksen. Und nun Van Basten. Der kommt an. Und weg ist er versucht. Herrliches Ding. Was für ein Weg.
exzellent macht er das. Dieser Streich. Weltklasse, ein perfekter Abschluss und die Zuschauer sind außer sich. Hast du nicht mal einen Arbeitsnachweis? 4 Tore in einem Spiel. Der AC Florenz wechselt gleich noch einmal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Pedro. Messi. Gascoigne. Josip Iličić. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Josip Iličić. Marco von Basten. Er hält auf. Rechts vorbeigerauscht. Reichum. Savic. Gascoigne. Gute Abschlussposition für Van Basten. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. 4 Minuten verbleiben. Und direkt in die Sturmspitze. Cafu. Josip Iličić. Und nun Van Basten. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Der Gegner ist heute schlichtweg überholt worden. Für alles andere muss man sich einfach nur das Ergebnis angucken. Ich denke, das spricht heute für sich. Hansi, komm, deine Einschätzung. Auf solch einer Defensive kannst du aufbauen. Sie haben wieder mal kein Gegentor zugelassen und sie haben völlig verdient gewonnen. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Den Dank kann ich nur zurückgeben.